Ich habe heute exklusiv vorab Lego City Undercover anspielen können und habe gerade eine Mission gespielt, wo man mit Chase McCain auf einen Schrottplatz musste. Er wurde von seiner Freundin Natalia angerufen, die irgendwie in Gefahr geraten ist. Und natürlich als Chase McCain, mutiger Polizist, musste man ihr zu Hilfe eilen. Entschuldigen Sie, Ma'am, aber ich brauche Ihren Wagen. Das Neue an Lego City Undercover ist, dass man jetzt verschiedene sozusagen Berufe hat. Man spielt ein und dieselbe Figur. Aber diese Figur kann verschiedene Berufe, Verkleidungen annehmen und jede Verkleidung bietet dann bestimmte Fähigkeiten. Und das Besondere ist dann auch, dass an jeder Straßenecke in Lego City irgendwo so eine Möglichkeit wartet. Teilweise mehrere, dass man zum Beispiel zuerst mit dem Räuber irgendwo eine Tür aufmachen muss, dann kommt man in einen Hinterhof, dort hat man einen Blumenbottich, den muss man mit dem Bauern dann wässern, um irgendwo hochzuklettern. Und irgendwann hat man dann neue Autos, neue Verkleidungen, neue Lego-Steine, mit denen man dann wieder irgendwelche Bauten errichten kann. Es ist unglaublich vielfältig, dieses Spiel. Es macht so viel Spaß. Lego City Undercover basiert auf der Lego-Welt, auf Lego City. Und dennoch hat man unheimlich viele Anspielungen auf die Filmwelt, auf Titanic, wie das Pärchen am Bug steht und auf Krimiserien, Krimifilme zum Beispiel. Starsky und Hutch, die im Spiel auch auftauchen als Starsky und Clutch. Man hat sogar Anspielungen auf verschiedene Nintendo-Themen oder Themenwelten, dass man einen Mario-Stern findet oder verschiedene Mario-Figuren irgendwo im Spiel auftauchen oder man sie mit der Angel aus dem See herauszieht. Sehr, sehr witzig. Um sich in Lego City zu bewegen, muss man natürlich nicht zu Fuß gehen, sondern man kann wirklich eine unglaubliche Vielzahl an Fahrzeugen nutzen. Über 200 sollen es an der Zahl sein. Es sind vorwiegend natürlich Autos oder Motorräder, aber auch Hubschrauber, Boote. Man kann auf Pferden reiten oder auch auf Schweinen in einer Mission. Eine Besonderheit bei Lego City Undercover ist, dass man das halt mit dem Gamepad steuert. Und eine Besonderheit am Gamepad ist, dass jeder Anruf, den man aus der Polizeizentrale erhält, über das Gamepad ertönt. Das ist total cool, weil man wirklich dann, ich kriege einen Anruf. So. Und eine weitere Funktion ist, dass man im Spiel eine Fotofunktion erhält, um ja, zum Beispiel auf die Golden Gate Bridge zu klettern, einfach mal die Aussicht zu genießen, ein Foto zu machen und das dann mit seinen Freunden zu teilen. Total cool. Lass das Süßholzgeraspel. Deinetwegen musste ich meine Identität aufgeben. Sogar meine Haarfarbe musste ich ändern. Du warst damals nicht blond? Du,